guter Anstoß durch die TuS Koblenz. Kapitän Mann spielt den Ball zurück zum Torwart mit einem langen Schlag nach vorne. Noch ein kleines Gerangel im Strafraum. Ball auf den zweiten Pfosten, Breik. Tor! Und da ist der Ball drin. Ein Traumfreistoß von Kevin Dickelhuber mit seinem starken linken Fuß. Und als ob wir es geahnt hätten, vorne drin, unser Breiker. David Breik mit seinem ersten Saisontor bringt er die Kickers nach 7 gespielten Minuten mit 1:0 in Führung. Jetzt aber gegen die linke Seite. Er hat den Angriff selber eingeleitet mit einem Ballgewinn. Eine Flanke, Dornebusch und Savané kommt nicht an den Ball. Die Kickers können klären über Kiefer mit einem Befreiungsschlag nach vorne. Antlitz fängt den Ball ab. Die Kickers über Breik. Leon Meyer mit der Einschusschance und er tunnelt den Torwart. 2:0 für die Kickers. Ein wunderschön herausgespieltes Tor. Ein wunderschöner Treffer durch Leon Meyer, der durch sein Spiel, Loris Meyer, Entschuldigung, ich habe ihn verwechselt mit seinem Zwillingsbruder, kann mal vorkommen, aber er besticht durch seine Spielintelligenz mit dem Ball nach innen, aber Breik versucht sich zu behaupten, Dickelhuber mit seinem starken Linken und erneut das Tor für die Stuttgarter Kickers, 3:0. Was für ein Hammer. Da kriegt der Kevin Dickelhuber den Ball auf seinen starken linken Fuß. Kevin Dickelhuber wird die Ecke hereintreten. Ball zum Tor hin. Und... Oh! Entschuldigt bitte. Was für ein Treffer. Entschuldigt bitte diese Worte. Wie geil ist das denn? Eine direkt verwandelnde Ecke. Das ist ein Tor zum Einrahmen. Kevin Dickelhuber mit seinem linken Fuß bekommt nochmal den Ball. Ein langer Ball auf Antlitz. Der netzt 1:5:0. Und wie freut's mich für Niklas Antlitz. Unglaublich, unfassbar. Aber allein die Vorarbeit von Christian Mauersberger, sensationell. Und ich freue mich wirklich riesig für den Niklas Antlitz. Ich glaube, zweimal oder so haben wir es erwähnt, was der arbeitet. Meyer auf Antlitz, Dickelhuber erneut mit dem linken Fuß in die lange Ecke. Wow. Oh, Carsten, nein. Wir sagen, ein lupenheiner Hattrick, nein, nicht eine, aber 3 Tore in Folge unseres Capitanos und erneut 20 Liter Freibier. Glaube ich. Das war jetzt Saisontor Nummer 4, Markus Grebs da im Sponsoring eingestiegen ist. Kalajdzic, immer noch Kalajdzic. Nein, und Mausberger, oh, und abgefälscht und der Ball landet im Tor. Aber ich würde sagen, das Tor wird Christian Mauersberger gut geschrieben. Definitiv. Wer was anderes sagt, bekommt es mit uns beiden zu tun. 7:0, die 89. Minute. Wie auf Wunsch, Christian Mauersberger hat es verdient. Ganz, ganz tolle Leistung heute. 7:0. Wann kannst du dich an den letzten 7:0-Sieg in der Regionalliga für die Stuttgarter Kickers erinnern? Ich wüsste es nicht. Und wie von dir vorhin angekündigt, pünktlicher Schlusspfiff. Wahnsinn, 7:0.